Hallo und Yoshi, Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Tears of the Kingdom. Und weiter geht's mit dem Spaß namens Monsterjagd. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ja, ich schätze, das Let's Play wird doch noch länger dauern. Okay, die Höhen habe ich da. Einfach deshalb, weil ich ja... falsche Taste. Weil ich das hier gerne noch aufleveln will. Und dafür brauche ich ja Griok-Kerzen. Aber aus irgendeinem abgefuckten Grund meinte Nintendo, ach ja, wir nerven mal die ganzen Materialien, zu denen jetzt auch die Herzen gehören. Also Monsterherzen allgemein. Oder halt die Schwänze von den Echsen, die ich eigentlich hier auch brauche und so. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich sämtliche Griocks platt gemacht. Und nur einer war so nett und hat ein Herz gedroppt. Yep. Das heißt also, ich muss wieder warten, bis Blutmond ist. Naja, nutzen wir die Zeit. Machen weiter mit der Monsterjagd. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte. Na, eine Monsterjagd wird es nicht nur sein. Ich werde auch weiterhin nach Höhlen und nach Brunnen schauen. Und eventuell habe ich da jetzt so zwei Höhlen, die ich noch nicht aufgesucht habe. Ich sollte mich mal wieder passend anziehen, weil wenn ich in die Höhlen gehe, wird es ziemlich heiß werden. Und noch dazu... Soll ich die Maske aufsetzen? Okay, gucken wir mal ganz kurz. Wir sind hier. Hier ist eine Höhle, die ich noch nicht habe. Und manchmal ist es nervig, wenn da die Schrift drin ist, weil sie bedeckt nämlich das. Okay. Wenn wir jetzt da geradeaus gehen, dann werden wir auf eine Höhle stoßen. Romino brauche ich auch. Ach ja! Hier ist diese komische Bahn. Ja. Restaurant? Wo ist Schacht? Moment mal, das ist doch nicht die Bahn. Das ist keine Bahn hier so, dieses Lorenpark da. Wo der Junge dachte, das wäre Gronopolis oder wie das jetzt genau heißt. Ich glaube, da ist dem Jungen ein bisschen die Fantasie durchgegangen. Wo durchgegangen. Ach, guck mal an, da ist ja eine Lücke, wie niedlich. Gut. Gehen wir mal da hin. Wenn ich durch Lava muss, wird Minoru mir sehr hilfreich sein. Also ich kann tatsächlich auch durch Lava gehen, auch durch bodenlosen Sumpf. Wo ich immer ziemlich erstaunlich bin, weil das hieß ja eigentlich, dass der bodenlose Sumpf ja gar nicht bodenlos ist, sondern doch recht flach. Aber Linke trinkt da drin. Wahrscheinlich zieht das hier eine runter, so. Oh, Rakete, okay, ja, da muss ich auch immer welche holen. Ja, also ziehe das hinunter, sodass er nicht immer hochkommt und deswegen praktisch erstickt. Und ich liebe es übrigens, dass Junobo... Also, dass der liebe Junobo irgendwie nicht hier mit reinkommen will. So...
Okay, 95. Noch 5 Beziehungen, 6 Höhen noch. Okay, gucken wir mal uns die Höhle genau an. Ja, Junobo, schön, dass du hier draußen bist. Würdest du ruhig reinkommen können? Ich hätte echt deine Hilfe gebraucht. Ach so. Moment mal. Heißt es, ich war noch gar nicht in dieser Höhle? Also, was meine ich? Dass ich nicht in dieser Höhle war, war ja klar, sonst würde die Meldung nicht kommen. Ja, entdeckt. Das hieß aber eigentlich, dass ich die eine Aufgabe noch gar nicht gemacht habe? Okay, das kann ich ja gleich ja machen. Wenn es das ist, was ich denke. Mit Junobo komme ich leider nicht dahin. Und Donnerblumen nutzen, das ist wohl aus offensichtlichen Gründen keine gute Idee. Weil was meine ich jetzt so mit der Aufgabe? Also ihr habt doch sicher diese Steine gesehen, die eigentlich aussehen wie so Fleischstücke da. So. Das sind halt Felsenfilet. Und eine Mission ist, dass wir diese Felsenfilet dann zu einem Kronkoch bringen. So. Das ist einfach halt die Mission da. Und anscheinend habe ich die da nicht gemacht. Okay. Das werden wir mal uns gleich genauer ansehen, aber erst nachdem ich die andere Höhle aufgesucht habe. Ja. Ich glaube, ich sehe das Restaurant. Oh, können wir ein bisschen das mal reinbringen? So streng. Danke. Oh. Na toll. Der Vogel war mutiert. Denn laut Luxusflügel und Edelflügel müsste er drei Beine gehabt haben. Oder gehört das vom anderen? Na, glaube ich nicht. Okay, kannst du gucken. So. Ah. Festschmaus. Na, was ist los, Leute? Die Augen meiner... Nochmal. Die Augen von meinem Bruder sind wieder normal und er benimmt sich auch wieder wie mein Bruder. Der Traum meines Bruders ist, einmal ein Felsfilet-Festschmaus zu verspeisen. Felsfilet? Das ist ein Speisefäße, den alle Guru lieben. Alte, junge, große und kleine. Manchmal hat man sogar in der Höhle hier in der Nähe welche finden können. Das haben wir ja auch. Aber der Weg ist zu gefährlich geworden, um sie sicher dort abbauen zu können. Das hat mein Bruder gesagt. Deshalb sucht er jetzt fieber nach anderen Stellen, nach einer neuen Felsenfeldader. Okay, also ich habe da bisher nicht großartig Monster getroffen. Okay, Festschmaus, Festschmaus. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, aber ich hoffe, der Traum meines Bruders geht in Erfüllung. Ich weiß nicht, was ein Felsenfilet ist. Okay. Hast bisher noch keinen probiert, hä? Wenn in den Höhlen hier in der Umgebung Felsenfilet zu finden ist, braucht man wohl einfach nur graben, um heranzukommen. Wenn ich nur meine eigenen Felsenfilet-Höhlen fit würde, das wäre ein echtes Filetstück zu sagen. Eine lesen opulente Mahlzeit, mit anderen Worten, ein Festschmaus. Festschmaus, Festschmaus. Und, okay, der sagt auch mal dasselbe. Ah, Maui in der Nähe. Ohren nicht vergessen. Hm? Was gibt es denn? Möchtest du diese Höhle betreten? Gut, ich halte dich nicht auf, aber in der Höhle brennt die Luft. Ein falscher Schritt und du bist geröstet. Hörst du? Ah,
In den Höhlen gibt es hier noch Lava und die Temperaturen sind extrem. Wenn man kein Grund ist, wird man gerüstet. Das ist ein kleines Problem für uns Zylianische, aber die Gefahr gerüstet zu werden, würde ich hier als klein bezeichnen. Einige von uns kochen Lurkschexen mit Monsterzutaten, um Brandschutzsysteme zu stellen. Ihr Monster. Die Zutaten kann ich mir nicht geben. Nee, die Zutaten kann ich dir nicht geben, aber wenn du selbst welche hast, darfst du den Duft dafür. Ich bin völlig durchnässt, daher muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, dass ich Feuer fangen könnte. Wie ich sehe, bist du besten ausgerüstet. Da brauchst du keine guten Anstrengungen mehr von mir. Oh, sag mal, bist du zufällig auch in den Felsen für dich her? In der Gegend gibt es zwar Felsen für dich, aber der Weg dorthin ist versperrt und darum viel zu gefährlich. Nö. Ja, Link, glaube ich, kann dich verdrücken. Der hat echt einen Magen aus Eisen, wie man so schön sagt. Restaurant. Weil, Schatz. Aber ich glaube, dass. Oh, komm mal her. Komm mal her, Junobo. Aber mal im Ernst, Leute. Das bisschen mit dem Wasser da, das bringt nicht viel. Bist du drinnen, bist du sofort wieder trocken oder wärst du gekocht? Und ich werde bestimmt keine Löschechsen kochen. Ich bin doch kein Monster. Oh. Okay, hier sind auch Felsenfilets. Da wollen wir mal rübergehen. Ja, komm mal her. Ach, guck mal an, da geht's ja auch weiter. Okay, da gehen wir mal gleich mal hin. Komm mal her, Junobo. Obwohl, wo mache ich das eigentlich? Ich kann doch einfach halt so ein Ivarok-Hammer nehmen. Das wäre vielleicht auch besser. Weil bei Junobo besteht die Gefahr, dass die Materialien, ja, wie hier, in die Lava fallen. Und normalerweise wäre eigentlich Bernstein weg. Weil Bernstein brennt. Ich weiß ja nicht, wie es mit den anderen Edelsteinen ist, aber Bernstein brennt, weil das ist ja eigentlich nichts weiter als versteinerter Harz. So. Also hier ist Juno, nicht Juno, aber Minoru ist sehr hilfreich. Ach, guck mal an. Da habe ich ja noch ein Stück vergessen. Oh, ich dachte schon, ich fahre doch in die Lava. Ich glaube, dass du dich in der Lava bin. So, gucken wir mal. Ob es hier was... Gut, dass die Raketen nicht nicht aktiviert werden durch Hitze. Das würde aber vielleicht ziemlich Krachbomben geben. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 96. Sorry, Leute, ich habe einen Zahlendreher. Interessant, dass die Blumen hier wachsen können. Also die Knospen. Warte mal. Vielleicht ist da oben was. Okay, hier war mal ein Durchgang gewesen. Also zu so einer Treppe, aber die ist wohl eingestürzt. Okay. Ich mache ja auch nebenbei auch weiter mit meinem Let's Fets. Und da habe ich jetzt auch das, wie heißt nochmal die Folge? Goldrausch von Saber Rider mal auseinandergenommen. Und
Naja, ich muss aber auch wirklich sagen, die von WEP oder Web, wie man sie auch nennt, sind einfach nur furchtbar. Also so richtig im Ton, wie Kronk immer furchtbar betont. Also das ist wirklich furchtbar. Oh, ich glaube das Futter. Was ist das? Hey. Hallo, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. Ah. Danke nochmal für die Hilfe, als ich in Ruinen in Fiona eingeschlossen war. Ach, du bist es. Wär's nicht ihr gewesen, wäre ich wahrscheinlich an Bauchimplosion eingegangen, sprich Erwerfungen. Oh. Danach habe ich meine Kumpane wiedergefunden und wir haben die Überprüfung der Kategorieflüge abgeschlossen. Auf unserer Reise habe ich öfters gehört, wie grandios gut das Essen bei Stickstein geschmecken soll. Und jetzt habe ich eigentlich mal genug Zeit, um mir mit deinen Namen zu buchen. Aber leider kommt meine Bestellung nicht. Ich warte schon ewig. Der Besitzer scheint sich mit einem Gast zu streiten. Gast, ja. Der Besitzer scheint sich mit einem Gast zu streiten und ich habe leider zu leiden. Okay, dann kümmern wir uns darum. Das ist unmöglich. Oh oh. Die Frisur von den Garonen. Oh. Ich weiß ja, ich hätte mein Teller leer essen sollen. Und ich möchte auch alles wieder gut machen. Aber mit einem Festbeleg kann ich nicht dienen. Okay. Würdest du das hier nehmen? Hm. Dabei handelt es sich um ein merkwürdiges Objekt, das nach den Kanonismus entdeckt wurde. Ein merkwürdiges Objekt, wo du selbst nicht weißt, was es ist. Und das willst du ihnen einfach geben. Da wäre ich auch als Koch misstrauisch. Weißt du, es mag seltsam aussehen, aber dafür hat es einen enormen Seltenkeitswert. Das heißt aber nicht, dass es wertvoll ist, oder? Nicht so gefuckt wie Felsenfilly. Dabei handelt es sich um ein wertvolles essbares Mineral. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Ich kann nicht glauben, dass du dieses köstliche Gericht nicht mal angerührt hast. Was für eine Verschwendung. Oh, das... Damit kriegst du jeden Koch, der was auf sich hält, gegen mich. Wenn du sein Essen verschmähst. Wenn du es bei Sanji machst. Lärm mal fliegen. Als wir gut machen, solltest du mir besser ein neues Felsenfilet besorgen. Und nimm dieses unappetitliche Ding mit. Oh. Wenn ich es könnte, hätte ich ja schon längst einen Ersatz gebracht. Ich bin zu den Höhlen am Ende der Lohnschienen gegangen, um danach zu... Genau, wie du gesagt hast. Aber an solch gefährlichen Ort hält auch kein Hyäne aus. Das kann ich nicht gebrauchen. Die Sache ist erst erledigt, wenn du mir ein Festivalet bringst. Schön aufessen. Das ist doch viel besser als irgendein so ein Felsfilly. Oh oh. Fehler. Na gut, dann soll ich mir wieder zu den Höhen am Ende der Lorenschienen zurückgehen. Oh. Wie geht's dann weiter? Kann ich mit denen auch reden? Oh. Wie noch ein Jana? Jana wäre bei uns nicht mehr bedient. Ey, was kann ich dafür, wenn einer das nicht auf ist? Und zwar seit der Jana das also ein wertvolles Felsbild verschwendet hat. Ich bin also mein Felsbild bekommen. Bis ich mal also mein Felsbild bekomme, tische ich keine Jana nicht das kleinste Kiesel mehr auf. Was kann ich dafür? Ah, Felsbild, das unbestimmte Behaben im Rat, das dieses große Land zu bieten hat. Der schmackhafte, essbare Felsen, nicht mehr wegzudenken aus dem Speiseplan als jeden Gehorengummis. Aber ich bin kein Gehorener. Ich habe Lorenstiel zu den Höhen verlegt, damit wir genug Dinge davon fordern können, um einen Vorrat anzulegen. Dabei ist allerdings Vorsicht angebracht. Die Füllung von Festbeleg kann selbst für einen Geruch gefährlich werden. Jedenfalls habe ich nichts, was für einen hyanischen Gaumen geeignet wäre. Geh bitte wieder. Mann! Juno, du kannst ja mit den Höhen... Ach nee, du bist ja nur der Geist. Ja... Es gibt wirklich Leute, die sollte man wirklich nicht beärgern. Da spielt es keine Rolle, ob du König, Kaiser, Hauptmann oder sonst irgendwie ein Hochrangiger bist. Beärgerst du bestimmte Leute? Tja, das war's dann. Und zu diesen bestimmten Leuten gehören Köche. Warte mal, bevor ich mal dahin gehe, wenn ich mal mit den Typen frage, weil hier so rumläuft. Hallo? Oh, ein guter Ort für einen Geronen und ich kann nicht vorlesen.
sieht man sich wieder allein auf Reisen, hm? Das ist eine Echse, die uns anguckt. Seht ihr? Zwischen uns. Mir als Grone wirst du das vielleicht nicht glauben, aber bei uns in Elden ist jetzt das richtig Dufte. Früher hatten wir hier nicht viel mehr als Lava und Geröll. Naja, Geröll ist immer noch und Lava ist ja noch vorhanden, wenn auch in einem Berg. Jetzt hat die Junobau direkt vor Ort ihr Hauptquartier. Da kann man über Bergbaufachsimpeln kürzlich Edelsteine kaufen. Außerdem wurde kürzlich eine neue Freizeitanlage namens Lorenland gebaut. Elden ist die Zukunft der Region von Hyrule. Immer eine Reise wert. Hier wird jedem was geboten. Abi, eh und je stellt Bardas in sein Restaurant die Beißchen eines jeden Jahres auf eine harte Probe. Wenn es um Essen geht, lässt er wirklich überhaupt nicht mit sich reden. Okay. Gut. Dann wollen wir mal für ihn so ein Filet holen. Hätte ich vielleicht hier mitnehmen können, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das vielleicht nicht schon geholt habe. Und wollte jetzt nicht unnötig Zeit verplempern. Jetzt ist Rainer neu. Kann ich das irgendwie? Geht das? Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich meine, würdet ihr ein Stück Fleisch essen, das an ein Schwert geklebt hat? Was passiert eigentlich, wenn wir da eins ins Wasser... Ja, ins Wasser. Schönes blubberndes Wasser. Wird zerstört? Es ist nicht mehr da, also kann ich davon ausgehen, dass es zerstört wird. Aber ich kann es eigentlich auch so nehmen. Soll ich noch die Folge weiterhin Monsterjagd nennen? Ja. Jein. Okay, bring mir erstmal zurück. Ich habe halt auch allgemein was vor. Oh. Oh. Ist es das, was ich denke, was es ist? Na, ich hoffe, der Felsenfilet wird sich jetzt nicht auflösen. Junobu, pass bitte darauf ab. Oh, das ist ein Löschlüger. Und ich habe ihn. So. Okay, wie ich schon mal vorhin erwähnt habe, mit dem Let's Fets mache ich auch noch weiter. Aber schon interessant, wie manche Studios Kinder für dumm gehalten haben. Obwohl, es gibt immer noch Studios, die da tatsächlich so ticken. Oh, zu den Brünnschlangen gehen wir gleich. Hier. Happy? Oh, das. Reflex, ich wollte einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist ja ein Felsenfilet. Hey, du da. Das ist ja ein Felsenfilet. Würdest du das hier hingegen eintauschen? Ja, klar. Vielen Dank. Du hast ein Gut bei mir. Und dann mach mal auf den Fall. So, Chefkopf, sind wir jetzt quitt, richtig? Ja, ich hab mein Felsenfilet. Also sind wir quitt, ja. Puh, gerettet. Mir geht's nicht über Fleischgerichte. Also bin ich Hals über Kopf aufgebrochen, als ich von diesem Restaurant hörte. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie hier Felsen servieren. Naja, Goronen sind Felsenbeißer. Also ist ja wohl klar, dass sie das essen. Das hier ist ein seltenes Objekt, das ich besitze. Ich möchte mich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Bitte nimm es an.
Ah. Oh, sag mal, hast du schon davon gehört, dass es eine unbekannte Tierart gesichtet worden sein soll? Ach, das ist ja der Typ, der auf Frauen, ob die schmecken tun? Wenn es an den Gerüchten was dran ist, muss ich erfahren, ob sich um Tiere handelt, die zum Verzehr geeignet sind. Ich esse nur mal für mein Leben gern Fleisch. Ja, Schmalz schmeckt auch gut. Deshalb habe ich mir überlegt, mich mal einen Stall umzuhören und nach diesen unbekannten Kriegern zu hören. Aber was unbekannt? In diesen Kategorie fällst du bei mir nicht mehr. Falls sich unsere Wege wieder kreuzen sollen, dann sprich mich an. Mach's gut. Man kann ihnen auch sagen, dass es sich um die neue Tierart, die Dungus handeln, die unter Zeldas Schutz stehen. Und das sagt er, oh shit, da kann ich die natürlich nicht essen. So, wir klären ja so ihn darüber auf. Was sagst du? Ja. Herzlich willkommen im Restaurant zum Steakstein. Unser Steak spezialisiert im ersten in ganz Hyrule. Ob du ein Grun oder Jana bist, wir machen gerade hier den Mund wässerig. Wenn du ein Steak möchtest, das Menü für Jana findest du direkt über den Grill. Und ich bin wirklich froh, dass du Jana bist. Im Moment wird das Fleisch noch viel knapp und ich habe auch eigentlich keine Ahnung, ob wir welches hernehmen sollen. Wo wir welches hernehmen sollen. Es ist eine der Hauptzutaten unserer Speisekarte für Corona. Ich kann hier nicht weg, um welches zu suchen. Ah, okay, Felsenfee sonst nichts. Gut, dann müssen wir nochmal in die Höhle. Oh, du bist auch gekommen, um das erlesene Steak von Bader zu verkosten? Ich wollte meinen koreanischen Horizont mit Schlemmerstein erweitern, aber es ist von der Speisekarte verschwunden. Sei froh, das war Goma-Steak. Nicht sonderlich lecker. Ich habe eine Reise unterbrochen, um ihn probieren zu können, aber diese Etikette ist mir wohl entgangen. Sei froh, frag die anderen Gorungen, was da so abgegangen ist. Ach hey, wo bleiben meine Manieren? Ich hätte mich längst vorstellen sollen. Ich bin Istum. Ich habe jedem der Welt bekannte Art Stein gekostet. Deshalb nennt man mich auch der Istum, den Steinschmecker. Sag, hast du vielleicht Feuerstein? Denn du musst wissen, ich habe bereits eine neue Etikette im Auge. Ganz selten flimmert nämlich einen begreiften Feuerstein. Für einen solchen Feuerstein zahle ich 1000 Rubine. Außer ist er nicht von einem normalen Feuerstein zu unterscheiden. Man erkennt ihn dann am Geschmack. Gereifte Feuerstein. Habe ich überhaupt... Oh, dieser Humor, das mir in mein Näschen steigt. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Feuerstein besitzt? Hier bitte. Ob ich auf wirklich gereiften Feuerstein handelt, werden wir das, wenn ich ihn verkoste. Gehen wir mal 100. Normalerweise isst man Feuerstein, indem man ihn nur die Zunge rollt oder dabei jedoch ein Geräusch machen. Was haben wir denn da? Gereifter Feuerstein! Scharfe Kanten, die die Zunge sanft umreizen. Das harte Knirschen, das mit jedem Biss kräftiger wird. Kein Zweifel, ein solcher Fest für die Sinne bittet nur gereifter Feuerstein. Hier sind die versprochenen 1000 Rubine. Großartig. Wunderbar. Es war mir eine wahre Freude. Okay, ich schaff. Aber wie kann eigentlich Steine reifen? Gibt's das überhaupt? Ich weiß nur, dass Käse reifen tut. Aber Steine? Okay, holen wir mal schnell für den Anna noch halt Speckstein. Felsenfilet. Der ist ja immer noch am Baden. Oder er badet wieder, weil ich mir so heiß wurde. Wer weiß. So, diesmal gehen wir rüber. Und hol noch einen. Und dann soll ich mal gucken, welche wohl die nächsten Monster sind. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich da so mehrere mitnehme. Nehmen wir erstmal zwei mit.
selber mit uns. Da fällt mir auf, haben wir eigentlich Rumi mal... Okay, geht nicht. Haben wir eigentlich Rumi hier reinrennen sehen? Eigentlich gar nicht, oder? Okay. Aber es sind nicht mehr viele Höhlen. Oh. Hui. Das Problem ist aber auch, dass es dann immer schwieriger... Oh. Okay, holen wir mal raus. Ich weiß. Geh aus dem Weg, Junogo. Ich weiß nämlich nicht, ob Summer Felsenflee Wasser abkönnen. Da kann ich mal gleich mal den Jutma ansprechen, ob er eigentlich seine Bestellung bekommen hat. Kann ich sich da drauf den Tresen packen? Komm. Wenn du ein Felsenfilet an deiner Ausrüstung befestigst, bist du wohl jemand, der immer gut aussehen will. Ich hatte es gar nicht. Ich habe da nur zwei Stücke nebeneinander. Zum Kochen könnte ich ein bereites Felsenfilet nicht mehr ver... Aber wenn du ein frisches... Und ich werde dir sogar einen Schutz der Spitze... Okay, gut, dann... So? Oh, dieses Felsenfilet. Würdest du mir das überlassen? Ich koche dir auch unser Spezialgerät dafür. Guck da jetzt eigentlich das über ihn oder das vor ihm? Du bist unser Retter. Hier. Dafür bekommst du unser Spezialgericht. Grill Luxuswild. Ich habe nicht genug Felsenfilet. Wenn du welche bringst, koche ich dir was Feines. Ja, und der andere Filet hat sich aufgelöst. Also es lohnt sich nicht, da mehrere mitzubringen. So, hast du jetzt die Bestellung? Oh, du hast schon gegessen. Hey. Hallo, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. Aha. Danke. Okay. Für, als ich in den Ruinen in Fiona angeschlossen. Mhm. Okay. Jetzt habe ich eigentlich mal genug Zeit, um das mit dem eigenen Gaumen zu bekommen. Oh. Wenn du Hunger hast, solltest du unbedingt auch hier essen. Es war so lecker, ich werde Haloda und Schnabuda ein wenig damit aufziehen, dass sie nicht mitgekommen sind. Ah. Haloda ist ein Kollege von mir. Und wenn dir einmal auffällt, dass er gern Weiste sagt, merkst du es dauernd. Ich meinte mir einen Todesberg, da kam er auf die Idee, die Grundquelle zu besuchen und ist weiter aufgestiegen. Aha. Dabei wäre es auch hier schon eine heiße Quelle gewesen. Aber vielleicht hat er spezielle Vorlieben, ganz spezielle. Es wäre schön, wenn Haloda und Schnabuda hier wären. Schnabuda? Ah. Schnabuda ist ein Kollege von mir. Das ist ein Onizimmer-Map mit einem ganz frischen Stirnband. Ich habe ihn gefragt, ob er ins Restaurant mitkommen will, aber er meinte, er hätte es nicht so mit Fleisch. Mhm. Er ist da sehr stur. Selbst wenn er einen Mordshunger hat, wird er kein Fleisch essen. Er ist also nach Süden abgeflogen und sagt, er wolle Fisch essen gehen. Okay. Ich dachte, oh, er ist also Vegetarier, aber Fisch... doch, Vegetarier essen auch Fisch, oder ist das jetzt auch nicht mehr so? Keine Ahnung. Ich esse, was mir schmeckt. So. Da bin ich auch ein bisschen wählerisch. Na gut, dann schauen wir mal, was als nächstes hingehen. Ach, seh mal an, da ist auch ein Felsenfilet als See. Aha. Okay. Hier habe ich aber noch zwei weitere Höhlen gefunden. Ah, okay, eine habe ich zwar schon aufgesucht, aber da war ich noch nicht drin, um die Maui zu finden. Und den einen habe ich überhaupt noch gar nicht aufgesucht. So. Ach, guck mal, ein Eldra fliegt rum.
Warte mal. Erdrauf fliegt in die Richtung. Das ist nichts, wo ich sagen kann. Ja, da könnte ich mich hinteleportieren und dann auf ihn. Ich könnte ja versuchen, hier und dann anschließend dann ihnen entgegenfliegen. Was brauche ich eigentlich noch von denen? Ich glaube, eine Kralle wäre vielleicht nicht schlecht. Ah, da kommt er uns entgegen. Ich glaube, das wird ziemlich knabbikowski. Vielleicht noch ein bisschen warten sollen. So, ich müsste jetzt auf ihn kommen. Ohne da vorbeizurauschen. Lass los, Link. Okay. Na, kann man die eigentlich... Ja, man kann die auch verkaufen, aber ich glaube, die bringen nicht so viel. Ich frage mich, ob ich da hier Brandschutzmedizin machen kann aus den Drachenstein hier. Aber ich möchte ehrlich gesagt ungern das vergolden. Zwar kriege ich hier mehr als genug von den Teilen, aber es ist trotzdem fucking Drachenstein. Und damit geht man schon ein bisschen mehr mit Respekt um. Oh, nichts. Wollt ihr mich verarschen? Da ist... Nee, oder? Da ist eine fucking Sternstoppe. Oh, toll. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Aber wenn ich tatsächlich jetzt so mir eine Kralle holen will, dann kann ich jetzt davon mal ausgehen. Das... Ja, könntest du mal bitte mal... Sag mal, wie weit willst du noch rollen? Würdest du mal gefälligst warten? Oh. Ich hatte schon die Befürchtung gehabt, das verdammte Teil glutscht gleich da über die Klippe oder so. Glutsch? Also Glitch. Okay, also... Nee, das mit den Sternstoppe kann ich vergessen. Das ist schon weg. Warte mal. Ich habe hier ein gehört. Ein. Also ein. Wie heißt denn der Octorok? Dann kann ich ihn ja gleich mal in das Schwert geben. Und was hat er rumgehüpft da? Also, die laufen echt wie die aufgescheuchte Hühner rum. Besonders die Alien-Sträuße. Die machen als einen durchgeknallten Rotohren und überrennen ein. Nicht sehr nett von denen. Darum erschieche ich sie auch immer. Die haben mir einfach zu häufig über den Haufen gerannt.
Immer schön den Verbündeten das überlassen. Na, wo ist der Staubsauger, der es ansaugt und es mir anschließend auf den Kopf schmeißt? Okay, das ist kein Octorok, aber auch ganz gut. Was war das? Ach so. Der Wind. Tolins Wind hat ihn zu mir geschleudert. Ich dachte, wann kann er so komisch springen? Okay, das Teil ist bis dahin. Ja. Sieht so aus, als könnte ich bei eingesteckt eine schöne Salzmassage kugeln. Ja. Ach, guck mal, da ist ja wieder Bambi. Habe ich dich eigentlich schon mal fotografiert? Okay, habe ich. Ach ja, sie sind ja immer zu dritt. Zu dritt sie sind. Oh, ich habe jetzt keine Lust, nach den staubsaugenden Octorok zu suchen. Also gehen wir mal dahin und machen das mit der Höhle. Na, ich bin immer gespannt, was ich dann bekomme von Kulten. Ach, guck mal an. Da rollt einer rum. Was ist denn hier los? Wieso guckt er so zerknirscht? Erst als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich die ganze Arbeit liegen gelassen habe. Und dass wir wettzumachen, arbeiten wir jetzt die Nächte durch. Oh. Ja. Schlechtes Gewissen. Ich war ziemlich überrascht, als die Schlemmersteine so plötzlich verschwunden waren. Das kannst du mir glauben. Aber jetzt benehmen sich alle Grohlen wieder normal und eckig wird bei der Junobaum wieder richtig rangeklotzt. Oh je, der wird regelrecht vor einem schlechten, schlechten Gewissen zerfressen, der Arme. Ja, und ich sehe da, wieder braucht jemand mal Hilfe. Und da war Juni. Nee, Rumi. Brauchst also zwei, drei Pfeile, bis du gescheckt hast, dass ich auf dich schieße. Mhm. Also, dabei ist die Höhle eigentlich schon eigentlich hinter dir. Etwa so auf 7 Uhr. Nein, du hast mich nicht gelangweilt. Nur angeekelt, weil ich werde bestimmt keine Echsen da oder Frösche dafür verwenden.
Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, ich würde wieder nebenschießen und ihn nicht mehr erwischen, aber ich habe ihn erwischt. Ich bin jetzt nicht so der Meisterschütze. Aber so schlecht bin ich auch wieder nicht. Und warum zur Hölle habe ich hier Sterne hingesetzt? Ja, die Augen sind eigentlich auch ganz gut zum Schießen. Ja, die Höhle habe ich ja aufgesucht. Ah ja, warte mal. Ja, ich hoffe, jetzt kommen die nicht angesprungen, sodass ich sie aussehen haue. Dann werden sie nämlich pissig, weil sie denken, ich hätte sie angegriffen. Dabei war das ein Versehen. Oh, ich war gerade Feuer und Flamme. Ich könnte eigentlich ja mit Minoru da weiterkommen. Aber jetzt bin ich schon vorangegangen. Also. Heiß, heiß, heiß. Autsch. Und ich dachte, Link könnte darüber springen, aber das tat er nicht. Link, du bist mitten ein Fuß da drinne. Link, was tut dieser Vollidiot? Sag mal, willst du zum Bratlink werden? Obwohl, Bratlinge sind auch ganz lecker. Könntest du irgendwie mal wieder runterspringen? Oh! Er war zwar mit beiden Füßen in der Lava, aber hey, das hat er weggesteckt. '97, also ist noch 3. Jetzt wird 4. Gut. Okay, und wo ist jetzt nochmal die andere Höhle? Oh, hi! Mhm. Oh, ich laufe schon in die richtige Richtung. Oh. Nein! Das ist einer der Gründe, warum man doch lieber seine Kollegen jetzt wegrufen sollte. Ui, das sieht ja lecker aus. Oh, sorry. Sie lebt noch, sie ist nur K.O. Okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich finde... Oh, die Höhle habe ich doch schon aufgesucht. Okay, ich muss neben der Bahn schienen, ich sehe. Naja, Bahn nicht, also neben den Schienen halt. Ist ja nicht die Deutsche Bahn. Wenn es die Deutsche Bahn wäre, dann würde überhaupt nichts laufen.
Ich rufe jetzt mal lieber Tuning weg. Weil der Dude wird mir einfach das dann nur wieder kaputt machen. Ich habe da gerade ein... Würdest du mal bitte das Teil mal saugen? Ich hoffe, da fühlt sich jetzt nicht irgendjemand... Danke. Nö, danke. Aber jetzt aufpassen. Der schleudert das nämlich direkt auf. Oh! Aua. Das passiert. Das ist doch mal möglich, ich weiß nicht, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich würde mal lieber dein Schild halten. Oh, das ist mein Schild, also mein Schwert. Oh, ist auch stärker geworden? Oder bilde ich mir das nur ein? Die Fahrt darauf, los, mach auf, du Arsch! Er hat keinen Bock mehr, okay. Junge, du kannst mal draufhauen. Na, so. Was soll man machen? Unsere Verbündeten haben ihren eigenen Kopf. Wo ist jetzt nochmal die Schiene? Da. Aber bisher kein Signal. Naja, manchmal dauert das Piepen auch. Ach du heilige Scheiße. Dann kloppen wir mal raus aus der Rüstung. Okay. Höhle und ein Todesberg. Okay, da piept er mal wieder los. Ach du heilige Scheiße. Oh oh, ich muss aufpassen, die schmeißen mich sonst in die Lava. Sag mal. Wie kann es angehen? Also wie kann es angehen, dass du mich so erwischen tust und sei mal so gut und fall in die verdammte Lava. Du sollst in die Lava fallen. Okay, was ist jetzt mit den anderen Typen? Ja.
Los, explodier mal ein bisschen schneller. Das ist eigentlich, was überhaupt bringt. Ich meine, der Dude tut es eigentlich aus Feuer. Ich glaube nicht, dass der irgendwie Angst vor Feuer hätte. Wenn ich nämlich jetzt einfach da runtergehe, wo die anderen Idioten sind, kann ich davon ausgehen, dass er mich dann angreifen wird. Darum habe ich den Schleim hier oben bekämpft, den Raubschleim. Ich habe einen Schrei gehört und dann ging die Schatzkiste auf. Anscheinend war er so ein Idiot und ist in die Lava gefallen. Was für ein Trottel. Ja. Das wollte ich auch schon immer haben. Waffen, die nebeneinander kleben. So. Jetzt kommt der nächste. Wir haben es fast geschafft, Leute. Aber nur fast. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Feines zu finden hier? Okay. Das ist auch ähnlich aufgebaut wie so die anderen Höhlen von den Korobins. Wenn man das so sich ansieht. Ah, kann ich hier lang? Ja, ich kann hier lang. Das ist auch eine Schatzkiste, die wartet von mir geöffnet zu werden. Und das sind auch andere schöne Sachen. Ach ja, das ist ja von den Raubschleim. Steinplatte, Stein, nicht Platte, sondern Spalter. Rhodonit, auch nice. Was habe ich denn da getreten? Ach so, eine Flasche, eine Wasserflasche. Okay. Gut, da brauchen wir deine Hilfe. Okay, das schreit auch neben uns mit. Ja, das sag ich nicht. Nein. Ich mag auch voll die Musik hier. Ja. Die ist ja cool. So. Okay. Dann wollen wir wieder raus. Okay, noch zwei, drei Höhlen. Oh, hi. Alles klar bei dir? Ach so, okay, mit denen haben wir ja schon gesprochen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir diesmal Blutmond haben werden. So.
weil dann sind nämlich die Gliogs wieder da. Warum kann ich das nicht offscreen machen? Was ist das denn? Ach so, das gehört da zu dieser Basis. Da hinten ist nämlich eine Basis, der Monster. Okay. Hier sehen wir nicht den Mond. Blöd. Okay, ich glaube, ich habe zwei weitere Höhlen gefunden. Weil laut Karte sind nämlich hier zwei. Und ich habe nur... Also insgesamt sind das vier. Aber ich habe hier nur da an der Stelle zwei. Na, dann wollen wir mal hin. Ich weiß auch nicht, ob jetzt Blutmond ist, obwohl... Ja, ich habe die Gliogs platt gemacht. Weil wenn man eine bestimmte Anzahl von Monster platt gemacht hat, dann wird das sozusagen dann resettet. Und das wird halt durch den Blutmond gemacht. Eigentlich ganz gut, also ganz super finde ich die Idee, weil das ist so ein Spiel intrigiert haben. Nicht intrigiert, sondern intrigiert. Kein Wunder, dass manche denken, ich wäre kein Deutscher, weil ich dann nicht richtig so weiß manchmal mit der Sprache habe. Aber ich habe ehrlich gesagt auch kein Problem damit. Ich meine, wieso, wenn jemand einfach fragt, wo man herkommt, das ist für mich nicht irgendwie beleidigend. Und ich habe mich vertan, ich wollte eigentlich das hier nutzen. Da ist doch keiner... Doch, da ist einer drinne. Hallöchen, Kumpel. Gut, dann werde ich mich um dich kümmern. Könnt ihr euch jetzt mal mehr bitte... Ja, danke. Ja, verprügel mal auch bitte den Silbernen. Der ist nämlich recht stark. Oder habe ich mich verguckt? Da ist doch der eine Typ. Ja, da hockt einer. Warten wir mal. Was da nämlich? Okay. Der legt sich einfach wieder hin, der Typ. Aber doch, da war nichts. Könntest du mal bitte mal weitermachen? Na, da wir eigentlich schon 11:30 hatten, aber kein Blutmond kam. Also ist noch kein Blutmond, weil ab 11:30 fängt es ja immer an. Na los, haut euch... Okay. Gut, die sind jetzt fertig. Jetzt warten wir... Ich liebe es. Ich liebe es, wie das funktioniert mit den Anschleichen. Ich habe eigentlich schon gedrückt, aber... Nö, keinen Bock, die Steuerung. Hallo? Ist nicht gerade gesprächig, oder? Naja, wenn ich in den Käfig hocke, dann wäre ich auch nicht gerade gesprächig. Hinagan, ne? Oh, du hast mich schon wieder gerettet. Vielen Dank. Ja, wird wohl langsam mein Hobby. Der Himmel färbt sich rot wie Blut. Eigentlich tot. Der Monster erwachen zum neuen Leben. Ich möchte das Geheimnis in diesem Blutmond aufdecken, aber
Es ist unmöglich, dafür zum Mond zu reisen. Ich glaube, die Nase hätte was dagegen. Daher wollte ich eigentlich das Ökosystem der Monster forschen, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Nur, ich war wohl etwas zu sorglos und bin ihnen ein wenig zu nahe gekommen. Da kannst du von Glück sagen, dass sie A, wohl kein Menschenfleisch essen so gerne und B, dass ich dich da rausgeholt habe. Du hast mich gerettet. Bitte nimm diese kleine Wohnung an. Lecker Fisch. Aber eine Sache ist noch leider nicht lohn genug. Da hast du noch etwas. Ui. Nein, das ist auch nicht angemessen, wie dankbar ich bin. Hier. Heute haben wir Neumond. Der neue Mond zeigt sich nur zögerlich. Aber gar schüchtern ist. Bis zum nächsten Treffen. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor die Monster zurückkehren. Naja, wenn du wirklich so lange brauchst, bis dann Blutmond ist, dann sollst du dich wirklich mal beeilen. Weil es soll ja eigentlich ja auch so sein, dass der Blutmond, also das Blutmond immer unabhängig von der Zeit ist. Also wenn es eigentlich jetzt gerade jetzt Neumond ist, kann trotzdem Blutmond sein, so wie ich es verstanden habe. Naja, ist eigentlich auch klar. Weil, wie gesagt, das hat damit zu tun, damit da wieder Monster wieder spawnen können. Also, dass es praktisch schon wieder praktisch resettet wird. Oh! Ach, guck mal, einer. Och, komm. Wo ist die Sternschnuppe? Ach du Scheiße, die haben zwei. Soll ich ihn da bekitzeln? Okay, wo ist die Sternschnuppe hingefallen? Ach so, die haben da unten Lagerfeuer gemacht, die Dudes. Doch eine Sternschnuppe gesehen. Kann aber auch daher kommen, dass sie in einem Berg ist oder dass nichts passiert. Sind ja auch schon wieder Monster. Okay. Gucken wir mal ganz kurz, ob da eine Sternschnuppe ist. Und dann kommen wir wieder her. Und ich bin schon wieder am Kabel hängen geblieben. Ja, mit perfektes Ausweichen ist das auch eine schöne Sache. Problem ist nur, dass manchmal die Steuerung irgendwie nicht so will wie ich. Seht ihr irgendwo eine Sternstuppe? Ich nicht. Okay, das Tal habe ich auch schon abgesucht. Nö. Keine Sternstuppe. Aus der Spee ist nichts gewesen. Und da bin ich wieder. Ich ahne was. Ich glaube, die Höhle ist einfach mit einem anderen verbunden.
Weil hier oben ist eine Höhle. Ja, ich hätte mir das sparen können. Okay, ich habe noch eine weitere Höhle gefunden. Aber ich werde da kein Maui finden, weil ich die schon aufgesucht habe, nur vom anderen Eingang. Aber ich werde das jetzt trotzdem mal schnell dahin gehen, damit es auf der Karte eingezeichnet ist. Und zwar hier ist eine Höhle. Bitte weh, das ist eigentlich ein anderer Eingang einer Höhle. Ich muss sagen, das ist ein bisschen blöd gemacht. Weil wenn man nämlich da auf die Karte schaut, und da denkt man da auch, oh, da ist Maui. Und dabei ist da kein Maui, weil man die Höhle schon längst eigentlich aufgesucht hat. Nur aus einer anderen Richtung. Also deswegen ist das nicht so schön. Hätten wir vielleicht ein bisschen mal anders machen sollen, aber es ist doch schon ein bisschen verwirrend. Man denkt da, oh, da ist eine neue Höhle und stellt fest, das ist keine neue Höhle, sondern halt der andere Eingang. Es ist so, als würde man, sag ich, das Haus von der Hintertür betreten. Und man sieht auch, da ist auch ein Haken. Also das hätten wir dann also hier schon gemacht. Das ist nicht gerade einfach, Leute. Wisst ihr das? Das ist dann noch verwirrend. Man denkt ja, oh super, da ist ja eine neue Höhle. Da werden wir den Maui finden. Und dann stellt man nur fest, scheiße, das ist die Höhle, kenne ich ja schon, nur von der anderen Seite her. Also nicht gerade prickelnd. Aber jedenfalls ist das jetzt eingezeichnet und ich habe dann nicht mehr diese Verwirrung dann. Das ist doch schon ziemlich nervig, denn. Ja, sowas sind ja mehrere von denen. Oh, seid ihr die Lieferanten für die Jiga-Bande? Oder ist sie einfach auch nur selbst gerne Bananen? Oh, ja, Königsschwert. Wann habe ich denn das eingesammelt? Guck mal her. Okay, der kommt leicht auch hochgeschossen, oder? Nö, der kloppt sich gerade mit dem Mäder. Was war das denn für ein Salto? Und du mal mit dem Laserstrahl vor mir hin. Das hat Style. Oh je, die ganzen Höhen abklappern, das wird dann noch übel. Und dann noch die ganzen Monster und so. Ach ja. Also im Ernst. Also wirklich, das mit den Höhen hätten sie doch besser machen sollen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Das hätten sie wirklich so machen sollen. Das eigentlich dann, ja. Dass eigentlich auch der andere Ausgang eingezeigt wird.
Oder einfach nur, dass es nur einen Eingang gibt. Allerdings ist das ein bisschen realitätsnah eher, wenn da mehrere Eingänge sind. Beziehungsweise Ausgänge, Eingänge, Ausgänge. Je nachdem. Also was soll's. Gehen wir eine Runde schlafen, dann wende ich mal den Part, brenne es und bringe das dann hoch. Dass wir uns, falls in dieser Woche noch was gibt. Yep. Und anschließend werde ich mir was zu essen machen. Und ein bisschen aufräumen. Muss auch gemacht werden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ, der sich der wirklich Ultraordnung hält. Und ich beneide wirklich die Leute, die das können. Ach ja, ich muss ja gucken, wo der Trottel von den Schildernaufstellern ist. Oh, und Falle muss ich auch den nächsten kaufen, sonst stehe ich ziemlich blöd da. Ja. Ach nein, Ach so funktionierte das mit den Gutscheinen. Ich habe mich je gefragt, wie das so funktionieren sollte mit den Gutscheinen. Ich dachte, das passiert automatisch, weil mich immer gewundert, warum ich die immer nur eingesammelt habe. Aber nie ausgegeben. Jetzt weiß ich es. Das geht einfach nur fürs normale Bett. Gut zu wissen. Ich habe immer das Marlon-Bett genommen, weil ich dann nämlich zusätzlich Maxi-Herzen bekommen habe und noch mehr so Ausdauer. Okay, bevor ich aber Schluss mache, soll ich da vielleicht bei Terry noch einkaufen. Ah, da ist er ja. Ja, weil du ein Verkäufer bist und ich gerne Pfeile erhalte, die du in dein Angebot hast. Ja. Das ist nicht professionell, mein Freund. Ja, ich brauche Pfeile, Idiot. Große Monster lassen sich nun mal nicht mit einem Bogen allein bekämpfen. Da brauche ich ja Pfeile. Und Elektrofunktion auch ganz praktisch. Im Breath of the Wild konnte man von ihnen auch einen antiken Pfeil bekommen. Aber wie ich das getriggert habe, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Beim ersten Durchgang, wo ich alles gekauft hatte, hat er mir den Pfeil gegeben und dann über Robello erzählt. Und sonst, ich weiß nicht, was ich da triggern muss, damit er mir den Pfeil gibt. Ist aber jetzt nicht so lebenswichtig. Weil man ja später die Pfeile da bei Robello kaufen kann. Aber dann vielleicht halt den Hinweis, wo man Robello finden könnte. Aber das würde auch keinen Sinn ergeben, weil wenn es total random ist, weil es mir schon mal passiert, dass ich schon bei Robello war und er mir, also und Terry mir später dann den Fall geschenkt hat. Also, ich weiß nicht, was man machen muss, um das zu triggern. Okay, Leute. Jetzt sind wir am Ende des Parts. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werde ich dann weiterhin noch die ganzen Höhlen abklappern und so. Und dann auch weiter mit dem Monster jagen, so. Muss ich auch sehen, wie ich das da mache. Also, see you mal daneben.